Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video aus Las Vegas. Ich bin hier auf der CES. Die Jungs und Mädels von Dell haben kurzfristig angefragt, du Faultier, möchtest du zur CES kommen, dir angucken, was wir von Dell hier präsentieren? Und du kriegst auch noch so ein bisschen Zeit, dir den Rest der CES anzugucken. Da habe ich natürlich sofort gesagt, ja, das hier ist mein allererstes Mal auf der CES und ich konnte die Geschichten eigentlich bisher nicht glauben. Das ist was komplett anderes als die IFA in Berlin oder der MWC in Barcelona. Das hier ist so, ich sag mal, surreal, aber schön. Es ist krass. Die haben zwar ein Messegelände, wo auch ganz normal ausgestellt wird, aber viele Hersteller, unter anderem dann auch Dell, gehen hin, quartieren sich in irgendwelche Hotels ein. Und dann hat man da das Casino und ein paar Meter weiter hat man dann schon Hands-on-Area und Meetingräume und dann wird da das Zeug präsentiert. Das ist was, das muss man erstmal gesehen haben, um es wirklich so zu glauben. Also komplett anders. Aber was hat Dell denn jetzt hier vorgestellt? Nummer eins, es gab wieder das Update vom XPS von den 13 Zöllern. Das ist nochmal ein bisschen kleinerer geworden. Sieht nach wie vor echt schick aus. Der Rahmen ist nochmal dünner geworden. Sie hatten den Vorgänger da zum Vergleich. Die Geräte gibt es in Weiß und in Schwarz. Muss ich sagen, das Weiß sah schon schön aus, aber da ist man hat halt wieder so eine schwarze Umrandung noch vom Display. Die haben sie, warum sie auch immer nicht auch komplett weiß gemacht, sodass ich dann doch wieder eher zum Schwarzen tendiere. Aber ne, XPS-Dinger bin ich ja seit Ewigkeiten Fan von. Dann haben sie aber auch ein Arbeitstier, Latitude 9510. Ging gleicher Weg. Da sagen sie auch, wir haben jetzt ein 15 Zoll Display in einem 14 Zoll Gehäuse und jetzt kommt's. Das Ding soll 30 Stunden Akkulaufzeit bieten. Gut, ich habe mir da mal hier so die Dinger stehen dann hier den ganzen Tag ohne Strom und da guckt man rein und selbst wenn ich wieder bei Windows-Geräten ein Drittel abziehe, dann komme ich da immer noch auf 20 Stunden und selbst wenn es nur 18 sind und das für ein 15 Zoll Notebook unter 2 Kilo, ja. Und dann gab es aber natürlich jede Menge Monitore, haben sie noch vorgestellt. Unter anderem da so wieder so einen riesigen 43 Zöller. Der hat leider immer noch kein Thunderbolt. Ich schleiche da auch immer so ein bisschen drum rum. So. Ich habe ja auch mehrere Monitore und dann alles in einem wäre vielleicht mal was. Kommt mit USB-C, ne, darüber dann auch 90 Watt laden. Kann man sich wieder wie so ein Börsenmakler fühlen. Und dann hatten sie wieder jede Menge Sharp-Displays, also nicht Sharp-Sharp, sondern Ultra-Sharp-Displays für Videoleute. Natürlich Alienware war wieder dabei. Und das ist so das Zeug, was standardmäßig jetzt wirklich kommt. Jetzt gibt es aber drei Konzepte, die sie hier vorgestellt haben. Nummer eins, auch Dell hat ein 2-Display-Gerät, also wo ich dann unten nicht eine Tastatur habe, sondern zweimal, ich glaube, ein 13,4-Zoll-Display. Das wirkte sehr interessant, obwohl es in der Mitte von einem Scharnier getrennt war. Das war aber das, wo ich mir am ersten vorstellen könnte, das hat jetzt einen Mehrwert. Da konnte man dann eine Tastatur drauflegen und dann wird unten auf dem zweiten Display kommt dann auch wieder ein Trackpad und dann ist man so seine Tastatur und Maus nicht vermisst oder sein Trackpad nicht vermisst. Da gibt es aber keine Preise, Verfügbarkeitsdatum. Das ist einfach nur so eine Machbarkeitsstudie, wo die jetzt auch mal hier gucken. Auch wir können jetzt solche Geräte bauen, aber das war auch das, was in den Interviews mit den Dell-Leuten hier immer wieder rauskam. Ich habe da auch so immer mal wieder meine Zweifel ausgedrückt. Auch weil sie sagten, das sind halt Prototypen und wir wissen gar nicht, ob wir es rausbringen. Aber dann gleichzeitig ist man sich dann auch einig, naja, wir würden es rausbringen, wenn wir da wirklich den Mehrwert sehen. So, aber bei dem Ding konnte ich es mir noch vorstellen mit so einer Tastatur. Dann hat Dell aber auch ein faltbares Display. Das sieht, wenn man das so mit dem Surface-Ding vergleicht oder ich sag mal was Lenovo gezeigt hat, sieht das echt altbacken hier aus. Aber auch das ist ja auch wieder nur so ein Konzept. Das Ding ist dick, das Ding ist schwer, aber dann steht man wieder und klar kann ich mit dem Stift malen. Das sieht sehr cool aus, wenn ich über die Falte male. Und wenn man es komplett aufklappt, da kann man es auch noch so ganz leicht den Huckel spüren. Aber was man damit dann wirklich als Mehrwert macht und vor allem, wie sieht das mit dem Tippen aus? Gibt es da dann auch wieder so eine Aufleg-Tastatur? Naja, da muss man, ne, ist zwar schön, für mich nach wie vor, faltbare Displays, wie geil ist das denn? Aber habe ich davon wirklich dann Nutzen im Alltag? Und dann Produkt Nummer 3 oder Konzept Nummer 3, eine, ich nenne es jetzt einfach mal eine Switch von Alienware und Alienware gehört ja zu Dell. Ist aber ein vollwertiger Rechner drin verbaut. Die haben zwar auch auf der Bühnenshow gesagt, ne, 5G und dann denkt man natürlich gleichzeitig direkt wieder an Cloud Gaming, aber nein, das Ding soll komplett 10. Generation Intel sein. Was eine Grafikeinheit drin war, haben sie gar nicht verraten, aber das soll halt genug Bums haben, um unterwegs damit zu zocken. Der Lüfter dreht ja echt gut auf. Akkulaufzeit hat der Typ, der Profi jetzt einfach mal, wollen ja, es sind Konzepte, da sagen die, verraten die nicht viel. Aber so Akkulaufzeit, das war das Einzige, wo er sagte, ja gut,
Und 2 Stunden unterwegs zocken, das sollte schon das Ziel sein. Und dann kann man es wie die Switch an den Fernseher anschließen, die Controller abmachen und dann einen großen Controller draus basteln und da gemütlich dann seine Windows, also es ist ein normales Windows-Teil, seine Spiele drauf zocken. Aber dann denke ich mir auch, ja, aber so viele Windows, also wenn, für mich ist nach wie vor Windows-Zocken Maustastatur. Und das unterwegs vom Display, es war ein schönes 10-Zoll-Display, das wirkte echt solide. Also das war das von all diesen 3 Konzeptprodukten, das, wo ich am ersten dachte, das können sie eigentlich direkt jetzt dieses Jahr schon rausbringen, wenn dafür dann auch Spiele unterstützt werden, wenn, naja, mal den Preis abwarten, was dann alles kostet, wenn es denn überhaupt kommt. Aber schöne Nummer. Also allein dieses wir updaten Produkte, die wir haben, und vernünftig, gerade bei den Dell XPS-Dingern, nach wie vor ein Rrr bei mir. Und gleichzeitig ein paar Produkte, also Konzepte zeigen, wie die Zukunft, wohin die Reise gehen könnte, wenn sie Nutzen dafür finden, auch schön gemacht hier. So, und ja, also das nur natürlich, also wie gesagt, Dell hat, ich bin hier genau 2,5 Tage vor Ort. Dell hat Flüge gezahlt und auch die Unterkunft, habe ich unauffällig im Hintergrund eingeblendet. Ich bin da im Treasure Island und habe jetzt so, sagen wir mal so, ne, 1,5 Tage mit Dell und jetzt einen Tag Pi mal Daumen für eigene CES-Erkundungen. Und da habe ich aber auch schon einiges Cooles gesehen. Aber das soll es jetzt hier gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.